Auch nochmal, hey, Uwe, heute ist der Day. Ich kann leider bei deinem Kampf nicht dabei sein, aber hey, die Daumen sind gedrückt und ich weiß, du bist der stabilste ever. Bumsen weg, mach nicht rum. Schatzi, für Flying Uwe, schrei mal. Uwe. So, Freunde, das wunderschöne Stück ist der offizielle Uwe-Kampfanzug für seinen zweiten MMA-Kampf. Cooles Teil, mit den Streifen an der Seite gefällt mir sehr gut. Wir haben natürlich auch heute in der Arena ein paar Stück mit dabei, eine limitierte Anzahl. Das Kung-Fu Schwarzgurt hat seine Laufbahn mit Kampfkunst angefangen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Uwe alias Flying Uwe Schüder. Uwe! Freuen Sie sich auf dieses Duell, meine Damen und Herren. Es wird ein Kampf auf Messers Schneide. Beide Kämpfer sind berühmt für ihre Stand-Up-Kills. Sie präsentieren hier GMC morgen im 10. Kampf. Max Heine gegen Uwe Schüler. Weiter geht's wieder mit einem großen Namen. Dankeschön. Er hat einige Spitzen. Also Uwe ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Man sieht das ja. Zudem ist der Junge sehr, sehr bekannt. Also da habe ich mich gefragt, der Junge braucht das doch gerade gar nicht. Er hat Geld, er ist sehr bekannt. Also es kann nur von Überzeugung kommen. Das ist eine tiefe Überzeugung. Das ist das Spirit, das ist Kämpfergeist. Wenn etwas einen Kämpfer bewegt, dann ist es sein Geist. Dann läuft der Körper einfach hinterher. Und deswegen kämpft Uwe. Uwe will einfach wissen. Der Junge liebt den Herausforderungen, er liebt den Challenge. Er liebt den Kampf. Das ist überall, wo er sich hinbewegt, ist genauso. Er hat ein Ziel und er kämpft für sein Ziel. Und diese Kämpferische ist halt dieses Spirit. Also für mich ist es zu bewundern, dass einer zu mir kommt und sagt, hey, hör zu, ich will kämpfen. Und dann sage ich, okay, was ist deine Intention? Was bewegt dich? Und Uwe braucht mit mir nicht zu reden darüber. Ich weiß das. Es gibt Dinge, die kann man einfach sehen. Der Kämpfer in der roten Ecke. Seine Bilanz, ein Sieg, keine Niederlage. Sein Debüt gab er bei GMC. And now he is back in the cage, meine Damen und Herren. Here he is, der Sohn Hamburgs. Uwe, Flying Uwe Schüler. Gute Fäuste fliegen und vor allem auch Kicks. Herzlich willkommen, sein Gegner, Max Heine. Wo kommt ihr denn? Die Ziele sind ganz klar, es ist ein Profikampf. Gegen Flying Uwe ist ganz klar, Flying Uwe fliegen zu lassen. Wenn die Tattoos im Käfig sind.
Und ist auch nicht vernünftig, also ist auch nicht, nicht so wirklich sauber. Ja, dann haben wir Vaseline raufgeklatscht auf schnell, weißt du? Weil eigentlich wollte ich weiterkämpfen. Ja, kann ich auch verstehen, das macht ja wahrscheinlich auch Spaß, sonst würden sie das nicht machen. Das ist geil. Trainer, was sagen Sie zu dieser Situation? Was passiert hat, ne? Kann man nichts machen. Können Sie das mal ganz kurz machen? Ich will ein Foto davon machen. Wie lange muss ich das jetzt drauf lassen? Das bis morgen. Mhm. Morgen, wer auch immer, du hast ja bestimmt, hast du einen Arzt in Begleitung oder gehst du morgen nochmal zu irgendeinem Kampf, hast du da nochmal einen Ringarzt? Montag. Dann gehst du am Montag zum Arzt, dann soll er das abmachen. Okay. Einfach Hausarzt oder was? Genau, zum Hausarzt. Kann dann runtergucken unter den Verband. Das sieht zwar ein bisschen doof aus, Das zieht aber die Haare nicht so raus. Mhm. So ein bisschen Schwesterntesa drüber, damit das nicht abgeht, das Pflaster. Okay. So. Hast du hier noch was für ein Ersatz zu Hause? Okay, sehr gut. Dankeschön. Ne? Danke.